Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Wo waren wir denn gewesen? Ach ja, stimmt, genau. Wir... Gott, der Flex aus der Vergangenheit hat mich eiskalt hier stehen lassen. Danke, Vergangenheitsflexi. Sehr nett von dir. Okay, wir haben aber eigentlich alles voll hier. Genau, wir wollten die Waffen... Ach ja, wir wollten den Waffentable bauen, ne? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Wie bauten wir den denn nochmal? Armory 1. Zwei Federn, zweimal Kupferdraht. Haben wir das? Einmal Feder haben wir. Okay. Das heißt, wir müssen noch einmal Feder bauen. Dazu brauchen wir bestimmt zweimal... Ich mach mal zwei. Ich denke, dass wir dafür zwei brauchen. Die würde ich hinstellen und bauen. Zweimal Federn. Also brauchen wir noch eine... Brauchen wir jetzt dafür... Ne, einen Barren brauchen wir dafür. Ach, krass. Ich hätte gedacht, dass wir dafür zwei brauchen. Aber okay. Dann packe ich den anderen Barren wieder da rein. Bin sogar gewollt... Ja. Um das ein bisschen platzsparender zu bauen, ne? Bin ich sogar gewollt, das komplett umzubauen. Mit den Kisten und allem Zip und Zap, ne? Ich habe eine super Idee. Ich weiß aber nicht, ob es so funktioniert. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen umbauen, alles. Ja, ich weiß. Weil, es wird mir doch ein bisschen sehr eng hier. Und wenn wir diese Dings noch bauen wollen, hier die Armory, würde ich das, glaube ich, erstmal drauf anlegen, dass wir die... Ich baue die erstmal hier vorne hin. Erstmal hier so. Beziehungsweise ich baue die hier, damit wir vorne ein bisschen Platz haben. Damit wir hier noch so, hier so rumlaufen können, wenn wir irgendwas einsammeln. Die würde ich gerne reparieren. 77. 100%. Okay. Ich nehme mal ein paar Waffen mit. Was ist das für eine Waffe? Ist das ein... Verdammt. Genau, ich würde einmal hier changen. Die hier. Ich weiß nicht, ob wir Platz haben im Inventar, ne? Genug. Das weiß ich gar nicht. Not enough space, das haben wir schon gedacht. Warte mal. Ah, jetzt können wir Scrap Metal auch hier reinpacken, weil hier ein bisschen Platz jetzt ist. Sehr schön. Und was packe ich denn dann noch rein? Ja, okay, lass mal den Rest erstmal. Ach, guck mal, sehe ich erstmal, die haben ja auch so blau und grüne Ränder. Habe ich das irgendwann schon mal rausgefunden in den Folgen? Ich weiß es nicht. So, dann legen wir wieder unsere Waffe da drauf. Und schauen mal, ob irgendwas besser wird. Das sieht nicht so danach aus. Okay. Handling minus 0,1. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber grün ist ja eigentlich mal besser, ne? Stabilität plus 1, sehr schön. Ja. Nachladespeed auf jeden Fall. Ich glaube, minus ist immer besser, ne? Bei Damage ist plus, glaube ich, besser. Okay, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die wieder mit. Die restlichen Waffenteile entsorge ich direkt. Weil was wir da nicht brauchen, brauchen wir nicht. Ja, ich nehme das mal mit. Ich bin jetzt nicht so ein Freund, dass ich jetzt hier sage, ich würde das nochmal ausprobieren. Mit allen Teilen hier, sondern einfach mal gucken. Ich glaube, wir haben nochmal ein Magazin gehabt. Ne? Ah, okay, das ist schlechter. Was hatten wir noch? Ah, hier. Ja, Damage plus 1, Feuerrate. Ja, nehmen wir. Sehr schön. So. Fast Mindless. Dann entsorgen wir den Rest wieder. Da liegen irgendwelche Schutzpanzer. Okay, nächste Waffe hier, Trommelmagazin. Das könnte interessant werden. Die hier. Wir haben wahrscheinlich eh wieder nicht genug Platz, ne, oder? Doch. Okay, dann changen wir mal unsere. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Akkurat minus 2.
Handling, ja, minus 0,1. Plus 17 Stabilität, aber weniger Akkurat ist sie und weniger Feuerrate 10. Nein. Nee, Magazin minus 6 sogar. Ich hätte gedacht, es gibt mehr. Nee. Ich bin jetzt auch nicht so der Profi-Waffenkenner, ne? Muss man auch sagen. Aber... trotzdem gebe ich mir irgendwie Mühe. So, jetzt kommt meine Waffe, die ich gesehen hatte. Mal gucken, ob die irgendwas kann oder irgendwas konnte. Oh, die ist blau. Vielleicht hat die ein paar Sachen für uns. Da, die wir... Ah, das Magazin haben wir, glaube ich, schon. Aber egal, wir gucken mal. Ich meine, wir können ja auch eigene Waffen kreieren, ne? So ist ja nicht. Komplett neue Waffen. Ist dasselbe Magazin. Das haben wir schon. Oh, Entfernung. Plus 1,76. Jo, nehmen wir. Okay, eine Verbesserung haben wir auf jeden Fall bekommen. Das ist sehr schön. Hui, sieht schon wieder ganz anders aus, die Waffe. Krass. Heftig, was man hier alles so umbauen kann. Das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. So, dann nehmen wir die noch mit. Ich weiß, hier überliegen wahrscheinlich immer noch irgendwo Waffenteile rum, aber ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Warte mal, welche ist denn jetzt unsere? Die, ne? Oder? Warte mal, welche haben wir denn jetzt? Wir haben... Fast Blindness, okay. Ja. Fast Blindness, das ist unsere... Okay, dann nehmen wir die hier und entleeren die mal. Also bauen die mal auseinander. Aber die hat keine blauen Teile. Ich weiß nicht, ob es noch lila Teile gibt später. Weil ist ja meistens so, dass weiß schlecht, also grün ist das Schlechteste. Dann gibt es ja irgendwie blau. Und dann gibt es ja bei manchen Spielen ja auch noch, bei manchen Spielen gibt es ja dann auch noch lila oder Gold und so. Und, ja, ich bin echt gespannt, wie die so wird. Die macht auf jeden Fall einen guten Eindruck jetzt, die Waffe. So. Also, haben wir das auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt an der Slotter spielen, machen wir jetzt die Kiste. Ich bin so gespannt. Not enough space, not enough space. Ja, dann machen wir mal. Erstmal die normale. Ja, Mushroom. Juhu. Was haben wir denn noch? Oh, Seeds. Ich werde bekloppt. Oh mein Gott, wir haben... Was? Paper Seeds? Pfeffer Seeds? Oder, ah ne, Paprika, oder? Ist das Paprika? Es könnte Paprika sein. Aber da steht doch Paper, oder? Pepper. Pepper ist doch Pfeffer, oder? Geil, nochmal Seeds. Cool. Wo hatten wir die? Beim Essen hatten wir die drin, oder? Oder hatten wir die reingepackt? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die haben. Was haben wir noch? Okay, Eis. Müssen wir das trinken? Ja, komm. Oder hatten wir noch nicht voll? Doch, haben wir voll. Okay, dann trinke ich das mal. Holz schon wieder. Holz, ich und mein Holz. Ist hier leer? Ja, komm, change. Machen wir hier mal schon mal ein paar rein. So, Chemikalien, sehr schön, können wir gebrauchen, da wir jetzt wieder alles voll haben. Die Seeds, wo hatten wir die denn? Ich weiß, dass wir welche hatten. Alter, 10 Münzen, das wird eine richtige Casino-Runde. Hä, wo hatten wir denn die Seeds? Ach, wir hatten da, ach stimmt. Wir hatten ja die Tomaten schon gemacht gehabt. Stimmt ja. Das heißt, wir könnten theoretischerweise im Garten jetzt Pfeffer anbauen. Würde ich hinten reinpacken. Irgendwo hier so. Ja, hier. Holz. Chemikalien. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht mit den Chemikalien irgendwas herstelle. Hier vielleicht. Mache ich mal. Dann habe ich noch eine Chemikalie übrig.
So, dann sammle ich den oben den Rest mal auf. Noch eine Chemikalie. Essen. Leder. Leder hatten wir, glaube ich. Glaube ich auch noch ein bisschen was leer, ne? Leder. Ja. Dann haben wir 5. Einen haben wir wieder auf Tash. Heißt aber, wir müssen irgendwie das unterbringen. Ah, das mit den... Ich muss unbedingt das Zink wegkriegen, glaube ich. Und ich muss irgendwie das nochmal anders sortieren hier. Das wird mir sonst zu voll. Pass auf, ich mach das mal wieder so wie beim letzten Mal. Holz, Holz, Scrap Metal. Leder, Chemikalien. Das, was wir vielleicht nicht brauchen. Ich muss gucken, was ich mitnehme, ne? Essen können wir auch mal hier eben schnell. Dann ist das auch weg. Kommt, scheiß drauf. So, dann. Die ominöse Kiste. Die etwas größere Kiste. Naja. Hui. Und nochmal Mushroom. Juhu. Und nochmal Seeds. Fragezeichen Seeds. Strange Seeds. It's not clear what will grow out of this. Lol. Vielleicht kriegen wir da Mushrooms raus. Oh, das wäre echt geil. Fett und nochmal. Leder war voll, ne? Ah, so viele Sachen. So, warte mal. Trinken, 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 trinken. Ich weiß nicht, ob wir Fett voll hatten. Wir müssen auf jeden Fall den Garten bauen. So viel steht schon mal fest. Das können wir jetzt gleich mal eben machen, weil dann können die Seeds nämlich wachsen. Fett. Jo, haben wir fast voll. So, jetzt haben wir schon 2 Mushrooms. Können wir uns überlegen, wem wir das geben? Was brauchen wir denn für den... für unseren Garten? 2 Schrauben, 2-mal Essen. Den Rest haben wir. 2-mal Schrauben, 2-mal Essen. Haben wir Schrauben da? Nein. Aber wir haben Barren, ne? Ja. 2-mal Schrauben und 2-mal Essen. Warte. 2 Stück nehme ich mit. So. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den beiden vielleicht mal das Essen gebe. Den Mushroom. So, 2-mal Schrauben, sagst du, ja? Einfach mal ausprobieren, was wir dann kriegen. Von den Rofflemos-Nest. Rofflemos. Rofflemos. Den Rofflemos. Den Friedhelm und den Gizmo. So, aber jetzt baue ich erstmal den Garten. Den mache ich erstmal hier hin. Obwohl, wir wollen ja eventuell umbauen, ne? Deswegen würde ich das erstmal hier hin platzieren. Das dauert ja Weilchen, bis das gewachsen ist. Mal eben gucken, wie ich das hier platziere. So. Wir könnten 2 machen, ne? Paper? Paprika ist es tatsächlich. Strange. Okay, it's not clear. Okay. Aber wir können direkt 2 davon machen. Hm. Haben wir 2 davon gehabt? Alter, 358. Hui. Vielleicht kriegen wir da Pilze raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich würde mal eben mit dem Scrap Metal hier weitere Barren herstellen. Weil wir werden ja sowieso ein paar brauchen, wenn wir irgendwas updaten wollen später. Dann würde ich das schon mal machen. Wir haben ja natürlich auch Holz en masse. Also von so an... gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir das, dass wir es hinbekommen, weil wir ja eigentlich genug Ressourcen haben. Also, ja. So, das läuft, ne? Wir brauchen sowieso wahrscheinlich immer Holz, ne? Denke ich mal. Die anderen würde ich auch nochmal eben brennen gleich. So, 2-1.
Dann machen wir die anderen auch nochmal eben schnell rein. Und jetzt brauchen wir Holz. So, dann ist das Holz auch weg. Und wir haben Barren. Und wir haben nochmal ein bisschen Scrap Metal. Hier liegt ja, glaube ich, nochmal irgendwo noch Scrap Metal rum, ne? So, da. So. Gut. Genau, oben lag ja auch nochmal Scrap Metal, ne? Fällt mir gerade ein. Und Holz. Scrap Metal. Scrap Metal. Wir können da dabei ein bisschen herstellen. Ja gut, Leder will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ja, ich weiß, Automat, wir müssen gleich noch eine Runde spielen. Das müssen wir auch noch machen, da kriegen wir ja auch noch ein paar Sachen. Wächst die Blume schon? Ich bin nur überlegen, ob wir echt die Paprika auch machen. Aber da reicht ja erstmal der erste Garten. Das reicht ja erstmal völlig. So, not enough space. Ja, Chemikalie. Ah, not enough space. Das ist sehr schön. Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Ja. Hier haben wir noch Platz, ne? Zack, zack, zack. Mach ich das mal eben da rein. Da nehme ich das mit. Stelle ich her. Wir brauchen Holz gleich. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Ja. Einfach, weil wir es können, mache ich das jetzt einfach mal. Deswegen stelle ich das mal her. Ja gut, wir kriegen durch die ja auch noch ein bisschen. So. Eine Chemikalie haben wir noch. Können wir es irgendwo platzieren eigentlich? Natürlich nicht, ne? Gut, die Seeds gehen ja sowieso raus, weil ich die ja machen werde, ne? Ja, die Münzen werde ich eh schon mal rausnehmen. Das heißt, ich platziere die Seeds mal eben rüber. Nach da. Und irgendwo war noch eine... Da ist noch eine Prophezeiung. Die wir unten reinpacken können. Dann haben wir da oben einen Platz frei. Oh, aber es ist so... Ich muss so sortieren, ne? So, noch zwei Barren. Holz dürfte reichen. Ja. Dann haben wir noch zwei Holz auf Tasche. Das auch fertig. Okay, können wir nicht herstellen? Das könnten wir herstellen, gegebenenfalls, mit Holz. Mach ich mal zwei Stück einfach mal. Weil wir es einfach können. Wir machen es einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. So. So sieht es nämlich aus. Okay, heißt also Backen en masse. Haben wir, Alter, wir haben jetzt eine ganze Kiste voller Barren. Wer hätte das damals gedacht? Niemand, oder? Niemand von euch hätte das je gedacht, dass wir mal eine ganze Kiste voller Barren haben. Holy shit. Wir haben, glaube ich, 25 Barren oder so ein Kram. So, hier fehlt Holz. Haben wir noch Holz? Was? Wir haben kein Holz mehr? Ich traue mich gar nicht, ihn hier zu nehmen. 14 Mal. Ernsthaft? Der hat jetzt 14 Mal Scrap Metal mir gegeben. Really? 14 Scrap Metal hat er mir gegeben. Ich werd bekloppt. Ich muss das irgendwie alles loswerden, ne? Pass auf. Ja. Heißt für uns... Das da rein. Das nehme ich wieder raus. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das tue ich gleich entsorgen. Warte, so. Das entsorge ich gleich. Holz brauchen wir gleich. Wir können gleich noch ein paar Barren herstellen, ne? Ich lasse die auf dem Schmelzer dann liegen. Dann müllen die nicht unser Inventar voll. Dann würde ich sagen, da machen wir jetzt gleich erstmal die Token. Wir spielen gleich eine Runde wieder Slotter. War klar. Aber wir haben ja Holz. Nicht so schlimm. Ja, Holz ist weg. Sehr schön. Puh. Ach, ich muss das erst wegnehmen, ne? Ja, okay, komm. So, dann noch zwei und dann haben wir es erstmal.
17 Sekunden. Okay, pass auf. Dann, ich entsorge mal. Brauchen wir aktuell noch nicht. Da haben wir ja auch noch Scrap Metal und Holz. Oh mein Gott. Es ist so viel. Gut, die lasse ich liegen. Theoretischerweise könnte ich eigentlich auch schon mal ein paar Schrauben und so herstellen, weil das werden wir sowieso brauchen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich stelle mal 5 Stück her. So, haben wir wieder 2 Barren auf Tash. Warte. Moment, da fehlen noch irgendwo noch welche. Ja! 10, 20, 25 Barren! Auf! Alter, im Lager! Ich werde bekloppt. Das wird immer besser. Ich traue mich gar nicht, bei den Dings reinzugucken. Haben die eigentlich ein Limit, was die sammeln? Naja, gut. Nein, Schrauben nehme ich nicht mit. Wir gehen jetzt Slotter spielen, weil da werden wir ja jetzt... Oh, da kriegen wir jetzt auch wieder Stuff, ne? Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall anfangen zu bauen. Das hilft nichts.